Also holy shit, das ist ja mega close. Lol, Alter. Da gleich gefightet. Geht direkt los. Ins Gesicht. Oh. Wer ist denn stark? Lass mal schnell gucken hier. Wukong geht wieder rein. Was macht er hier? Alistar muss die sichern. Stirbt der auch. Wukong ist, das ist schon Game Over. Stark. Und der Shen. Also Wukong und Shen sind ziemlich strong. Wukong ist verwirrt. Wukong setzt Verwirrung ein. Wukong hat sich selbst verwirrt. Sidesteps. Jetzt macht er weh und trollt ihr wieder. Lol. Lol. Nice, richtig gut. Hat die Hand. Oh mein Gott, Six geht down gegen. Alter, ich kann gar nicht fassen, Alter, was hier gerade passiert. Ist richtig gut. Oh, da trifft er. Wieso trifft er jetzt plötzlich? Der war doch gerade schmeck. Egal, Nightfight ist Top Lane. Wukong ist Jungle. Ich mach den Chat aus. Musik ist schon lange aus. Jo. LeBlanc ist Mitte, der ist da. Kalista 1-7. Och, sehr traurig. Ich liebe Kalista. Kalista ist echt cool. Mein AD Carry to go zum Carrying. AD Carry to go. AD Carry to go. Stehen noch die falschen Teams oben. 10 gegen 22 ist es richtig. Aber irgendwie sind die Alistars heute nicht so erfolgreich, oder? Ich glaube, das Team, wo immer Alistar dabei hat, hat immer verloren. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Jetzt zwei Alistars und die haben, glaube ich, immer verloren. Also entweder können alle nicht alles spielen oder ist nicht so stark. Ich glaube, das ist wohl eher dieses Comeback beim anderen Spiel. Mensch, Mensch, ja, Pech. Ich wollte jetzt dieses Spiel sehen. Das sieht auch sehr geil aus. Und da haben die anderen jetzt aber auch schon wieder ein Gold für 5k. Bei den anderen waren die echt weit vorne und ich glaube auch nicht, dass es möglich war, für die zurückzukommen. Fucktech 23, Deadname. Das blaue Team hat eine starke Combo, ja, das ist mega behind, aber hat eine richtig geile Combo. Wukong ist stark. Malphite. Und Kalista Ulti. Aber die haben aber nur Knockups, weißt du, die haben kein Follow-up. Die brauchen LeBlanc Follow-up, aber LeBlanc baut nicht auf Damage. Also schon irgendwie, aber nicht so irgendwie. Der hat nicht dieses Frost Queens klein gebaut. Ja. Das ist einfach GG. Wombo-Combo. Wombo-Combo. 3000 Gold mehr bei Shen, wow. Pyroblast. Die Shens rasieren irgendwie. Shens rasieren. Pyroblast rasiert. Der Fight geht los. Alistar stirbt rein, will den Lucian nehmen, sichert ihn aber. Nightfight versucht auch auf die Backline zu kommen. Oh mein Gott, Wukong nimmt hier den Lucian instantly raus. Six versucht sich zu retten, aber macht nicht genug Damage. Dabei währenddessen Alter, ist die blaue Backline sicher. Tot hier. Kalista kann escapen, nein. Six geht down gegen LeBlanc. LeBlanc sichert sich hier. Kalista wird das up. Holy shit, Kalista kann hier noch escapen? Nein, da kommt der Flash. GG. Wer ist hier vorne? Wer ist hier vorne? Es ist 2 für 1 momentan für das blaue Team. Oh, das wird das für das blaue Team tatsächlich. Das blaue Team regelt. Oh mein Gott, das ist ein Ace. Und das ist ein Comeback. Fucking Comeback, mate. Aber sie haben leider keine Lane gepusht, das ist ein bisschen sad. Die LeBlanc, easy Icewind, hat die letzten Games gecarried. Ja, scheint auch dieses Game zu carryen. Die Kalista, I'm totally gay. Totally mit einem L geschrieben, ist tatsächlich falsch. Ich nenne sie echt LeBlanc. Ich nenne sie LeBlanc, weil Frogman es einmal gemacht hat. Ja, in einem Video. Und ich ein Frogman-Fanboy bin. Nein, JK. Ich bin froh. Ich bin er hat in einem Video halt richtig oft LeBlanc gesagt. Frogman sagt einfach LeBlanc, der kann es nicht anders. Und ich sage immer LeBlanc. If the LeBlanc, the LeBlanc is still LeBlanc. Ja, still the main. Was ich sehr gut fand in dem Fight gerade war Kalista Knockup von mit Alistar. Das hat ihr nochmal ein bisschen Zeit gesichert. Ja. Ich glaube, das Gegnerteam. Das war der Ausgleich und das Comeback tatsächlich. Jetzt, das Gegnerteam, also das rote Team, muss einfach, glaube ich, gar nicht Kalista fokussen. Ja. Die sollten einfach Kalista ignorieren. Sie hat halt 1,8, aber ich meine, sie hat 230 Farben, ne? Das ist okay. Und sie ist gar nicht so weit hinten im Gegensatz zu Lucian, der halt 6,6,9 steht. Aber ich meine, sie hat auch schon zwei Items. Oh, da kommt der Ping und wir sehen alles. Alle sehen alles. Ah, das ist risky. Aber sie haben Kalista. Ich meine, sie haben einen relativ safen Baron. Shen geht rein, Shen geht rein, Shen geht rein. Lukas im Boom, Amumu geht auch rein. Wie kommt die Amumu-Ulti? Wo ist die Amumu-Ulti? Blue Team kriegt den Baron. A6-Ulti trifft nicht viele. Amumu-Ulti geht auf 5. Kalista. Knock-up into 3 Leute. Wo ist der Follow-up-Damage? Wukong regelt hier alleine mit dem Lucian. Geht aber down. Follow-up. Wow, wunderbare Alistar-Knock-up-Kombo. Mit Shen Ulti auf Lucian. Lucian stirbt nicht. Oh mein Gott, LeBlanc, LeBlanc. Nein, 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 nein. Kalista? Oh lol. Holy moly. Kalista kriegt ihn zwar, doch das ist ein schlechterer Tausch, weil die nämlich Baron verlieren. Wenn sie fighten, verlieren sie Baron. Die gewinnen nicht, die gewinnen nicht.
Oh! Ah. Insane Damage. Ja, Kalista kann ja auch nichts mehr machen. Das ist der Lucian, der regelt. 9-6-11. Boots in your face. Aber sah es aus, als würde Blue Team das, den Fight machen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das war der Baron für das Blue Team, doch. Aber Ace. Aber Ace, richtig. Also nicht so der War für Baron. Obwohl sich das Gold nicht geändert hat, ne? Goldvorteil immer noch beim Red Team. Das war ein guter Fight für das Red Team. Die müssen jetzt aufpassen, dass sie auf ihre Backline peelen. Das war sehr gut, dass Wukong... wie war das? Wukong hat Lucian nicht getötet bekommen und Shen konnte ihn dann beim zweiten Attempt dann nochmal retten mit seiner Ulti. Also yep. Shen Ulti eigentlich immer auf... den Carry. Immer auf den Carry, richtig. Aber wo haben sie denn den Damage? Weißt du, das ist das, was du... Was ich gesagt habe, was du gesagt hast mit dem... mit der Combo, mit der Wombo-Combo. Wombo-Combo? Die haben kein Follow-Up-Damage. Ja, das ist halt... Ich meine, die Kalista braucht Zeit, um Damage zu machen. Ist ja nicht so wie so ein, keine Ahnung, eine Jinx, wo er mit ihrem Rocket Launcher einfach reinhauen kann, sondern muss halt Auto-Attacks rauskriegen. Aber die LeBlanc können ja eigentlich gut den Carry rausnehmen, also ein 6 oder ein Lucian. Eigentlich will Red Team hier nicht im Jungle fighten. Eigentlich will Red Team nicht im Jungle fighten. LeBlanc wird gesehen. Oh, sehr wichtig. Die kommt von Malphite. Das war aber sehr wichtig, dass sie LeBlanc hier gesehen haben, sonst hätten sie fighten können und hätten nicht gewusst, dass LeBlanc da ist. Es scheint sich um den Drake zu handeln. 1,42, nein, tut's nicht. Aber sie haben das CP von Malphite rausbekommen, was ziemlich gut ist. Und Shen hat seins noch und seine Ulti. Die haben jetzt TP-Advantage, also können sie eigentlich Shen zum Split-Pushen schicken. Ja. Sollten sie auch. Shen hat Amumu hat Frozen Heart, Thresh Bolton Frozen Heart, auf der anderen Seite sehen wir auch 12 Frozen Hearts. Sind wohl sehr beliebt, die Dinger. Oh, da sind keine Golems. Amumu, you dead. Nope. Ah, die Lantern. Ah, schade. Der Amumu-Turn, der wäre geil gewesen. Oh mein Gott, Shen Flash. Das war nicht so ein geiler Flash wie der andere, aber Kalista ist schon wieder down. Die hat wieder nicht aufgepasst. Nee. Nein, ist sie nicht. Sie überlebt noch. Und Wukong, oh, sie läuft rein. Sie hat die Bombe doch gesehen. Wieso tut sie das? Egal, Wukong hat Lucian alleine getötet. Das ist das, was Wukong tun möchte. Six ist da. Tötet Lucian. Ja, Lucian ist da. Ja, also. Nicht Lucian, Wukong, Mann. Was ist denn hier? Und der Malphite ist auch noch da, aber stirbt wahrscheinlich auch. Oh, währenddessen wird Amumu hier gefreit. Das sieht gut Damage aus. Also wenn er seine Skillshots trifft. Wenn LB den Lucian nicht rausnimmt, wird er das Game carryen. Ja. Momentan ist es tatsächlich Wukongs Aufgabe, den Lucian rauszunehmen, habe ich so das Gefühl. Weil er eben rankommt. Ja, LeBlanc kommt eigentlich auch ran. Er kommt ran und macht dann den Damage, ohne weggenockt zu werden tatsächlich. Aber das Ding war halt, dass sie sich halt catchen lassen haben, Kalista und Wukong. Die waren halt ein bisschen greedy am Tower. Ja, viel zu greedy. Also was macht es dann schwer, das Game zu carryen, ne? Vor allem, wenn die Kalista behind das kannst du halt nicht so viel machen. Ich hätte die Malphite tatsächlich auch nicht gesehen, die schien wohl sehr schlecht gewesen zu sein. LOL. Goldunterschied. Richtig krank. Was sind die Items? 3 Items auf Wukong, 2 Items auf Amumu, Full Tank Amumu. Wir sehen mit Six bei 3 Items, noch nicht stark. Also der hat noch nicht gute Items, der hat ein bisschen defensiv. LeBlanc hat 4 Items, LeBlanc ist richtig stark. Ja. Und wenn noch Lucian stark ist, ist Lucian stark. Auch mit 4 Items. Also aber Lucian LeBlanc sind. Hat auch schon, also wenn Kalista ein bisschen Zeit kriegt, dann haut ihr auch gut Schaden raus, aber kriegt's halt meistens nicht. Der hat halt einfach diesen Lifestyle, weißt du, diesen Team-Lifestyle, weil die sitzt in einem Fight, Teamfight und Lifestyle sich einfach zu Tode, also genau andersrum zum Leben. Aber das Ding ist halt, Shen taunt und eine Jinx, da ist vorbei, ja. Six Ulti präventiv. Oh, der Hook trifft Kalista, Fresh geht rein, kann aber nicht follow-upen. Oh mein Gott, LeBlanc geht down gegen Lucian, ohne dass sie irgendwas machen konnte. Hier der Fight auf der Backline, Wukong regelt wieder, dafür ist die andere Backline down. Schöne QSS und schöner Heal, alles mögliche von Kalista, die bleibt echt am Leben. Kann aber nicht viel machen irgendwie, die hat kein Damage. LeBlanc ist fast down, Six geht down, das ist ein guter Fight für Blue Team. Wenn Wukong jetzt gleich zurückgeht zum Fight, der große Damage-Spieler. Oh, Shen geht down, Alter, nice. Aber der Hook war schön. Wundervoller Momo Ulti, aber leider kein Follow-up. Das ist langsam zu spät. Kalista noch Ulti, okay. Ah, da wollte der Momo noch turnen. Schön gemacht. Und das war wieder ein guter Fight fürs blaue Team. Das müsste Game Over sein. Das ist das Game.
50 Sekunden. Ja, das könnte das Game wirklich sein. Das könnte Game sein. Das könnte Game sein. Ja, ja, ja. 20 Sekunden Lucian. Wenn die Lucian noch rausnehmen, dann können sie gewinnen. In-App könnten sie. Ah, sie haben Full Ace bekommen, ohne dass jemand stirbt. Ja, das. Aber der Malphite. Was macht der Malphite auf der Botlane? In die Mitte, Malphite. TP. Hat er nicht. Und dann geh back. Und geh dann irgendwie in die Mitte. Aber da hochzulaufen ist. Weiß nicht. Ja. Ich glaube, okay, Lucian ist wieder da. Ja, hat er Culling? Ja, hat er. Aber lol, das war nice von Alistair. Der hat das Culling interrupted. Der hat das Culling interrupted und hat somit gerettet. Aber das Problem ist, dass Lucian sowieso nichts hätte machen können. Das ist das Game, Leute. Das ist das Game für Team 10. Holy shit! GG! Sehr überzeugender Teamfight am Ende. Tatsächlich gut gerettet für Kalista. Wenn Kalista gestorben wäre, wäre das anders ausgegangen. Aber sie hat halt gut Autotext rausbekommen. Ja, das war so wichtig gerade. Nice, mit Most Damage stellt. 6, ja. Das, ne? Sehr gut. 6, war klar. Mit dem AOE halt.